Herzlich willkommen bei Venture TV. Ich sitze heute hier mit Felix Haas, Mitgründer und CEO von Amiando. Felix, ihr habt Amiando gegründet. Mit wie vielen Leuten war es und wann war es? Wir waren zu sechs im Jahr 2006, zur Fußball-WM. Ja. Sechs Freunde aus Eigenanlass, weil wir eine Party organisiert haben im Garten von mir. Und haben ein Tool gesucht, wo man komfortabel eben Partys organisieren kann und haben dann eben zu sechs unsere Firma gegründet. Alles klar, die komplette Fußball-Clique hat da sozusagen losgelegt und Amiando gegründet. Sozusagen, die Fußball-Clique, aber es waren auch so Freunde aus dem Studium, also ich habe die uns zusammengeführt und waren Freunde aus München, einer aus Berlin, einer aus Zürich und genau, haben uns dann im Wohnzimmer zusammengeschweißt. Ja, statt Garage mal Wohnzimmer, aber es läuft ja auch im Wohnzimmer ganz gut. Ne? Also der Start war ja auch ganz erfolgreich für euch. Richtig, obwohl es ein ziemlich heißes Wohnzimmer war, weil es war der Sommer, war extrem heiß. Der Sommer 2006. Das stimmt, ja. Und damals hatte ich noch keine Vorhänge an den Fenstern und es war wahnsinnig heiß. Ja, sehr gut zum Ideen ausbrüten halt irgendwie. Ne? Das war aber bei dir ja nicht zwangsläufig so, dass du die Gründung definitiv geplant hast. Ne? Es gab ja noch andere Optionen. Ne? Du warst irgendwie eigentlich auf dem Pfad, klassisch Unternehmensberater zu werden, oder? Ja, das ist richtig. Also ein anderer Mitgründer und ich hatten schon unterschrieben bei McKinsey, Unternehmensberatung. Und die Eltern waren hoch zufrieden, ne? Und sehr stolz und der Sohn, alles in Ordnung. Und dann haben wir aber parallel noch während den Diplomarbeiten mehrere Business-Ideen durchgespielt. Mhm. Also der Sebastian und Markus und ich haben zum Beispiel einen Plan für eine Fluglinie mal durchgesprochen. Also wo man mit so kleinen Mini-Jets, so Baby-Jets und Point-to-Point-Air-Taxi aufbaut. Ja. Da war aber dann das Problem, dass wir, glaube ich, 75 Millionen Euro Funding gebraucht hätten. Das haben wir dann natürlich nicht bekommen. Und dann die andere Idee war eben mit Amiando. Mit dem Fliegen, um das nochmal ganz kurz zu erklären, das ist ein ganz interessanter Side-Fact. Du fliegst auch selber, ne? Also deswegen lag das mit der Fluggesellschaft gar nicht so fern. Jettest ab und zu mal durch Deutschland und nimmst ein paar Leute mit. Ja, große Leidenschaft fürs Fliegen. Ja? Das war mein großer Spaß. Das ist meine große Leidenschaft. Ja. Also Jetten klingt jetzt etwas hochgetrieben. Ja, also kleines Flugzeug, kleines Hobbyflugzeug, aber macht mir großen Spaß, ja. Schön. Und dann also die andere Idee neben der Fluggesellschaft war dann tatsächlich Ticketing-System. Und da ist dann Amiando rausgeworden. Genau. Wobei ursprünglich war die Idee gar nicht ein Ticketing-System. Mhm. Ursprünglich war unsere Idee, mehr so eine Plattform zu machen für private Einladungen, also für Geburtstage und für Weihnachtsfeiern und sowas. Mhm. Und für darum herum. Ein Social Net aufbauen. Das wird quasi die ganzen Events nehmen, um so eine Art dynamischen Social Graph zu haben, weil wir wissen ja, du machst eine Party, das sind die Leute dort, die machen wiederum Events, das heißt, das ist eine gewisse Verbindung und da wollten wir ursprünglich ein Social Net drumherum aufbauen, haben aber dann nach ein paar Monaten umgeschwenkt auf das B2B-Modell. Ja, alles klar. Team Europe ist bei euch mit dabei, beziehungsweise Lukas Kadowski und Kolja sind bei euch auch mit dabei. Wie kam es denn dazu? Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie es überhaupt dazu kam. Das war auch in dieser Herbstphase 2006, wo wir im Wohnzimmer eben den ersten Prototypen von Amiando gebastelt haben. Von den sechs Gründern haben vier auch programmiert, also Dennis, Markus, der Armin und ich haben da wirklich noch selber im Eclipse herumgecodet. Und das war so die Phase, wie es immer so ist bei einer Gründung, naja, wir haben alle irgendwelche Jobangebote, Eltern wären zufrieden, ne? Aber eigentlich gründen, hätten wir schon richtig Lust drauf, wieder mal, also wir haben teilweise schon früher Firmen gemacht. Und dann kam der Anruf von einem Headhunter, von Spreadshirt, vom Lukas Schudowski eben, ich glaube für Vice President Engineering oder was, habe ich dann mit dem gesprochen und habe dann am Tag darauf mit dem Lukas telefoniert, mit dem Lukas Schudowski und haben uns sofort gut verstanden und habe ihm dann klargemacht, dass also Job ist ja ganz interessant und Spreadshirt ist eine coole Firma, aber wir haben hier ein eigenes Projekt, das heißt Amiando und aber nicht der Adresse hätte und dann bin ich am nächsten Tag hochgeflogen nach Leipzig und habe den Lukas eben getroffen. Haben dann zwei Minuten über den Job gesprochen und dann eigentlich nur noch über Amiando. Alles klar, da war dann schnell ein Deal eingestielt und es waren dann auch schnell andere Investoren mit an Bord. Wer ist dabei bei euch? Eine ganz große Runde. Also neben dem Lukas ist noch der Kolja Hebenstreit gleich eingeschrieben, der Esan Dayani von StudiVZ, der Michael Brehm, der Schulfreund war von Dennis, der Karel Dörner, der damals mit den Sambas das eBay gemacht hat, aus Orlando, Rodrigo Sepulveda-Schulz aus Frankreich und der Stefan Denzer aus England, aus London. Und als VC ist dann schon am Anfang Wellington Partners so eingestiegen. Du hast bei Wellington auch gearbeitet für eine gewisse Zeit und die haben sich dann nicht nehmen lassen, auch schnell mit einzusteigen bei Amiando. Ja, ich war zwei Jahre bei Wellington tätig, ja. Okay, ja. Ihr seid mittlerweile nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch international. Welchen Anteil macht denn das internationale Geschäft aus bei euch? Also wir sind sehr, sehr schnell international gegangen, was daran lag, dass die ersten Konferenzveranstalter, die großen zu uns kamen, aus Frankreich, aus England und die sagten, hey, Amiando is a great thing, but
we don't speak German, right? So we need English and French. So deswegen haben wir dann sehr schnell, also bereits wenige Monate nach dem ersten Launch, auf Englisch und auf Französisch gelauncht. Und dann auch bald auf Spanisch, und inzwischen machen wir über 50% Umsatz außerhalb von Deutschland. Macht ihr das alles aus München heraus? Fast alles aus München, ja. Und ist es nicht nötig, da irgendwie vor Ort auch eine Repräsentanz zu haben oder so? Funktioniert das ganz gut aus München? Das funktioniert sehr gut, ist auch sehr kosteneffizient. Also wir sind große Freunde von solchen Operationen, immer kosteneffizient aufzubauen. Mhm. Die Leute, die die Märkte betreuen, die sind halt regelmäßig in ihren Städten, also in Paris oder in Barcelona, mhm, oder auch London. Alle paar Wochen fliegen die dahin und sind ein paar Tage und treffen die wichtigsten Kunden und haben eben die Relationships. Aber die Salesmannschaft und alle Operations sind in München. Wobei wir jetzt gerade ein Office aufmachen in Berlin. Wir haben jetzt schon jemanden in Berlin. Alles klar. Praktikantenbedingt, weil die Praktikanten da eifriger unterwegs sind, oder? Nein, der ist fest angestellt. Ja. Ist angestellt, aber wir möchten Leute vor Ort haben in Berlin, weil da sehr, sehr viele einfach Eventveranstalter sind. Und es macht für uns sehr viel Sinn, da vor Ort eben auch Präsenz zu zeigen. Alles klar. Kannst du was zum Umsatz sagen von euch? Ja, Umsatz entwickelt sich sehr, glaube ich, sportlich und dynamisch. Wir haben früher unseren Umsatz verdreifacht auf kleinem Niveau. Inzwischen sind wir immer noch bei mehr als einer Verdoppelung. Also wir haben Umsatzwachstum jährlich ungefähr von 130%. Mhm. Machen ein mittleres zweistelliges Millionenvolumen als Gross Revenues und ein einstelligen Net Revenue. Wenn man bei euch ein Event veranstaltet, was zahlt man an euch? Welche Gebühren nehmt ihr? Du bezahlst bei uns 60% vom Ticketpreis plus 1 Euro. Das ist unsere Standardgebühr für Ticketing. Das heißt, wenn du Karten bei uns vorverkaufst und wir machen das Zahlungsmanagement und Ticketversand und so weiter, ist das die Gebühr. Mhm. Wir haben aber gerade vor einem Monat einen großen Relaunch gehabt, wo Ambiendo sehr viel einfacher wurde zum einen, aber auch kostenfreie Events. Das ist die große Neuerung. Ja. Was erhofft ihr euch davon? Wir erhoffen uns davon noch mehr virales Wachstum, weil wir wissen, dass unsere Kerntreiber von unserem Geschäft sind einfach die Anzahl der Events, die Anzahl der Teilnehmer. Mhm. Wenn wir die erhöhen, verschnellern wir die Wachstumsgeschwindigkeit. Ja. Und deswegen wollen wir einfach, dass jedes Event Ambiendo benutzt, auch wenn es kostenfrei ist, vor allem auch wenn es kostenfrei ist, und dann auch kostenfrei, weil wir wissen, dass daraus dann wieder irgendwann Zahlen, die Events herauskommen. Okay, also Viralität ist für euch ein nicht ganz unwichtiges Thema. Ihr seid auch auf Facebook unterwegs, habt da eine Aktion irgendwie, wenn man zurzeit Tickets kauft. Also was gibt es da noch irgendwie? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps irgendwie, die andere Unternehmen aus anderen Bereichen vielleicht auch gebrauchen könnten? Also ich glaube, was bei uns hervorragend funktioniert, ist zum einen, dass unser Geschäftsmodell inhärent viral ist, weil ich meine, du benutzt unser Produkt und durch die Benutzung zeigt es anderen Leuten. Ja. Das ist nämlich ein sehr charmanter Charakter von einem B2B-Geschäftsmodell, das wir eben jetzt auch durch diese Neuerungen ausnutzen oder noch stärker ausnutzen wollen. Aber ich glaube, also Tipp fragst du mich, ich glaube, dieses Thema Viralität wird unterschätzt und überschätzt. Also überschätzt im Sinne von, jeder ist irgendwie viral und alles muss viral funktionieren, das ist nicht so. Aber unterschätzt, dass man durch diese ganzen neuen Vernetzungen mit Social Media und Facebook und Twitter und so weiter jetzt schon sehr wirkungsvolle Instrumente und Plattformen bekommt, um solche Effekte zu verstärken. Alles klar. Wo geht's denn bei euch hin letztendlich? Ihr habt also als Konkurrenten, ihr seid in Europa ziemlich gut unterwegs. Da gibt es auch nicht viele andere. In Amerika gibt es, glaube ich, Eventbrite. Wen gibt es noch? Es gibt in Amerika ganz viele. Es gibt Eventbrite, es gibt Dredge Online, es gibt C-Event, es gibt Active. Mhm. Active ist sicher ein Vorbild von uns. Die machen knapp 300 Millionen jährlich Innenumsatz, Net Revenues. Da wollen wir natürlich auch mal hin, ja, in ein paar Jahren. Die sind sehr stark alle US-lastig. Mhm. Wir fokussieren das auf Europa. Mhm. Das ist unser Claim. Wir wollen in Europa nach wie vor hier der größte und einzige paneuropäische Player sein. Mhm. Und deswegen macht das auch ziemlich viel Spaß. Okay. Du bist immer mal wieder auch drüben im Palo Alto. Du hast unter anderem auch 2 Jahre da studiert, pflegst immer noch den regen Austausch. Ist das ein kleiner Tipp, den du jungen Gründern auch mitgeben könntest? Irgendwie fliegt ab und zu mal rüber und guckt euch an, was da so los ist? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also Was bringt es dir so? Also warum machst du das? Das mache ich also inzwischen für Ambiendo. Ich meine, heute muss ich wieder rüber. Ja. Für Ambiendo, wir haben da einfach gutes Verhältnis zu spannenden Partnern für uns, wie Facebook zum Beispiel oder andere Partner, die dort alle ansässig sind. Das muss ich natürlich pflegen, und diese Verbindung möchten wir pflegen. Mhm. Und persönlich gesehen war ich auch früher immer schon sehr oft drüben. Ich bin ja alle mit 2 Monaten drüben. Okay. Weil es immer sehr schön ist, ein paar Tage wieder das aufzusaugen, den Spirit und diese Innovation und einfach diesen Geist mitzunehmen und hier nach Deutschland zu nehmen. Alles klar. Ja, ich wünsche euch und dir weiterhin alles Gute und danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, vielen Dank auch. Danke.